Hallo, es freut mich, euch wieder begrüßen zu können. Heute bekommt unser Passat 35i neue Manschetten an den Spurstangen. Mit der richtigen Klammer entfernen wir die Radkappen. Heute müssen wir die komplette Vorderachse aufgucken, also lockern wir die Radmodern. Damit die Spureinstellung erhalten bleibt, markiere ich alle Teile, so dass sie nachher wieder in richtiger Stellung zueinander finden. Am besten löst man die Kontermutter, bevor das Fahrzeug aufgepumpt wird. Das war's. Weiterhin lösen wir die Mutter am Spurstangenkopf unten. Wir nehmen die Mutter vom Spurstangenkopf ab. So. Zum Abdrücken des Spurstangenkopfes nehmen wir ein solches Werkzeug. Okay. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Probieren wir es mal, oder? So, nach dem Knall haben wir den Spurstangenkopf in der Hand. Ich halte die Spurstange hier hinten gegen und nun zählen wir mit, wie oft der Kopf gedreht wird. Einmal, zweimal, 13, 14, 22, ein halb, oben geht er raus. Das Abquälen der alten Manschette ist etwas schwierig. Um ein bisschen mehr Platz für die Hände zu haben, schraube ich den Schwingungstilger vom Achsträger ab. Aber ist das auch nicht gerade? Jetzt ist das Ding schwer. 2 Stunden und ein paar Gotteslästerungen später haben wir das Mischding. Die zweite Hälfte der Manschette. Nachher müssen wir darauf achten, dass dieses Loch wieder auf die entsprechende Leitung am Lenkgetriebe passt. Da die Manschette gerissen war, reinigen wir das Lenkgetriebe gründlich. Wir benutzen Universalmanschetten. Diese muss ich erst auf die richtige Länge und den richtigen Radius biegen. Jetzt muss man da markieren und abschneiden. Und auch für den kleinen Durchmesser haben wir es jetzt passend. Wir schneiden hier ab. Okay. So, das Gelenk wird gründlich abgefettet. Und jetzt müsst ihr da hinten das Fett reinkriegen. Für das Zuziehen der Schellen brauchen wir eine solche Spezialzange. Das Festziehen der Klemmen ist nichts für kleine Hände. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ein bisschen von außen drüber geschoben. Jetzt muss ich sie wieder im Auto anziehen. Okay. Wir drehen die Kontermutter wieder sehr weit auf, dass wir nachher keine Probleme haben, die Umdrehung des Spurstangenkopfs abzuzählen. Den Kopf wieder so ansetzen, wie er abgegangen ist, also oben, dann die halbe Umdrehung. 1, 2, 13, 14, 22. Perfekt. Der Spurstangenkopf ist mit einer selbstsichernden Mutter befestigt. Diese muss auf jeden Fall erneuert werden. Ohne Schraube, das ist er mehr. Wir richten den Drehmomentschlüssel auf einen Moment von 35 Newtonmetern ein. Und 35. Fürs Anziehen der Kontermutter an der Spurstange nehmen wir einen Gränenverschlüssel auf dem Drehmomentschlüssel. 35 Euro funktioniert wieder eins. Das ist 22.
Ja, macht ihr nichts, wir sind fertig? Ja. Fertig? Ja. Den Schwingungstilger müssen wir auch wieder installieren. Muss so gewesen sein. Ja. So, und zum Schluss kommen die Räder wieder drauf. Die Radschrauben bekommen noch 120 Newtonmeter. Und tschüss.